die Folge der Egozentrik gegenüber dieser geistig-noetischen Dimension besteht nun darin, dass sie bei uns unausweichlich Angst erzeugt, nämlich die Angst um dieses eigene Ich. Oder ist es die Ich-Form, die ständig Angst erzeugt? Dass eben zu wenig Lust, zu wenig Anerkennung ernten könnte, dass wir versagen können, dass wir uns blamieren können, dass wir irgendwie beschädigt werden können, verletzt werden können oder Zuwendung, Geborgenheit einbüßen. Sämtliche angstneurotischen Entgleisungen, zwangsneurotischen Rückversicherungsmechanismen, auch so hysterische Erpressungsmanöver, sexualneurotischen Verkrampfungen, auch psychosomatischen Störungen offenbaren bei mehreren Hinsehen massive Ängste des Kranken vor sich selbst, um sich selbst. Das kreist immer um sich selbst, in denen er sich verfangen hat und auf den er dann je nach naturell regressiv, aggressiv, depressiv, ja, oder demonstrativ reagiert. Wie gewinnt ein Mensch das Vertrauen auf jenes personale Tiefenzentrum, das Frankl diese geistige Person des Menschen nennt? Eben ein Zentrum, das nicht beschädigt, nicht verletzt, nicht zerstört werden kann, das den eigentlichen Kern der menschlichen Persönlichkeit ausmacht. Und das eben seinen dominanten Wertmaßstab nicht im äußeren Sicherungsbedürftigen, in seinem Selbstwert von der Welt abhängigen Ich findet, sondern das sich stärker von inneren, intuitiven Impulsen führen lässt und mit dessen Kräfte wir in kosmischen Werten und Ordnungen eingebettet sind, diesen letzten Grund, dem anthropologischen Fundament, aus dem wir existieren, auf dem wir stehen und letztlich Menschsein verstehen. Noch ein weiteres Beispiel, vielleicht gelingt es dann, dieses Vorgetragene nochmal zu verdeutlichen. Eine Frau, Mitte 40, Single, hat ihr Leben unglaublich erfolgreich auf die berufliche Verwirklichung ausgerichtet, hochgeschätzt und anerkannt in ihrem Beruf, wird aber durch die Übernahme des Unternehmens durch eine ausländische Firma über Nacht in ein ihr wesensfremdes Aufgabenbereich hineingedrängt, gewohnt. Alles endet in diesem klassischen Burnout-Syndrom, schwerer Erschöpfung, tiefe Lebenssinnkrise. Sie durchläuft eine schwere Depression, wird medikamentös behandelt, muss schließlich stationär betreut werden. Und diese stationäre Arbeit konnte einen großen Teil ihrer Verzweiflung, ihrer Wut auffangen, auch bearbeiten, sich ihrer Rolle in der Gesellschaft kritisch hinterfragen, auch die Zuversicht stärken, Veränderungen anzugehen, ohne gleich alles radikal wegzuwerfen. Und konnte relativ gut stabilisiert entlassen werden, steht aber erneut vor dem Problem der aktuellen Arbeitssituation. Und das führte dann zur ambulanten therapeutischen Behandlung weiter. Ich erwähne hier wieder etwas von Frankl. Er sagt, es kommt nicht primär darauf an, was wir vom Leben zu erwarten haben, primär. Es kommt darauf an, was das Leben von mir erwartet. Sehr, sehr oft sind nicht wir die Fragen nach dem Sinn des Lebens, sondern erleben uns als Befragte durch das Leben, um unseren Sinn zu entdecken, über diese innere Stimme. Erschließt er sich mir, dann ist es wirklich mein Sinn, meine Lebensaufgabe und es entwickelt sich dann so mein hinterlegtes Bild. Unter dieser Prämisse ist das Leben gar nicht so vage, sondern etwas ganz Konkretes. Und diese Konkretheit bringt das Schicksal des Menschen mit sich, das für jeden wiederum ein einmaliges, einzigartiges ist. Kein Mensch, kein Schicksal wiederholt sich. Jede Situation erwartet meine neue, einmalige Antwort. Und so wird Leben be- und verantwortet. Die Antworten aber, die der Mensch gibt, können nur konkrete Antworten auf konkrete Lebensfragen im Hier und Jetzt als Sinn des Augenblicks sein. Zitat Ende. Das ist ein wichtiger Punkt, den möchte ich nochmal herausstreichen, weil der Sinn, von dem Frankl spricht, kein mental definierter, ausgedachter Sinn ist,
sondern eingebettet in einem Art Übersinn, einen Anruf aus dem Urgrund des Seins, der mich ganz persönlich mit meinen Fähigkeiten und meinem Bewusstseinsprozess anspricht. So ging das auch in diesem Fall weiter. Also nicht das Warum stand hier im Vordergrund, sondern das Deshalb. Dieses Warum in letzter Schärfe zu durchschauen, das ist uns nicht immer gegeben. Aber dieses Deshalb in letzter Freiheit zu wählen, das ist uns gewährt. Oder anders formuliert, so diese Fragen, die uns das Leben stellt, die können wir uns nicht immer aussuchen. Aber die Antworten, die wir darauf geben, sind wirklich Zeugnis unserer ureigensten geistigen Haltung, gleichsam Fingerabdrücke unserer personalen Entwicklung, unseres Ichs. Die Antwort ist unser. Und die Antwort gestattet uns, die Freiheit, Gegebenheiten, die Fragen des Lebens mitzugestalten, also nicht wegzubekommen, mitzugestalten. Das Empfangende, das können wir nicht immer wählen, aber was wir geben, das ist durchaus in unserer Entscheidung und damit auch in unserer Mitgestaltung. Zurück zu dem Fallbeispiel. Was galt erstmal zunächst, also wozu werde ich denn jetzt in dieser Lebenssituation, in diesem Lebensabschnitt mit diesem Konflikt konfrontiert? Welche Energie, welches Lebensthema ist denn hier blockiert? Was wird denn nicht gelebt? Oder inwieweit hat der Beruf einen pyramidalen Wert, eine Art Vergötzung in meinem Leben übernommen? Hier beginnt jetzt wieder dieser psychotherapeutische Alltag. Ich arbeite sehr viel mit familiendynamischen Aufzeichnungen, die dann entsprechend internalisierte Wertesysteme, blockierende Gefühlsmuster, Spannungen und so weiter offenbaren. In ihrer Ursprungsfamilie wurde zum Beispiel Stress und der davon mit verbundene Erfolg als Lifestyle extrem positiv bewertet. Wer Stress hat, hat keine Zeit, der ist wichtig, der ist wer. Also es galt zunächst erstmal Zugang zu eigenen Werten, zu eigenen Sehnsüchten, eigenen Bedürfnissen zu entdecken und immer wieder parallel ihren Sinnhorizont auf eigene Vorstellungen oder Impulse abzutasten. Und dadurch auch behutsam Einstellungsmodulationen zu entwickeln, mit denen sie sich aus dieser Fremdbestimmung und der immer funktionstüchtigen Frau befreien konnte. Und sie musste wirklich nicht alles hinwerfen und neu beginnen und ihrem alten Leben den Rücken kehren, sondern konnte wirklich Schritt für Schritt ihr Selbstbild dieses immer funktionierenden Menschen verabschieden. Ihre Lebensweise, Lebenshaltung dahingehend ändern, dass sie es wagte, endlich anderen Menschen Nein zu sagen, auszuhalten, wenn andere von ihr enttäuscht waren, sich auch bewusstere Pausen zu gönnen, sich zurückzuziehen, Ruhepausen in ihren Alltag einzubauen und so weiter. Das ist genau die Basisarbeit. Jetzt wieder, in dieser Phase wurde ein wichtiges Erleben aus ihrer Kindheit zu einem Stern am Sinnhorizont. Sie liebte als Kind die Natur, war oft allein unterwegs, empfand eine tiefe Geborgenheit und innere Ruhe und Frieden im Wald. Sie sagte manchmal wie ein Enthobensein. Sehr zum Leidwesen ihrer Eltern, die sich ängstigten und es verboten und dann einfach als Zeitverschwendung anprangerten. Nur genutzte Zeit ist sinnvolle Zeit. Aber wir konnten diese innere Quelle über Imaginationsarbeiten und inneren Gefühlsbildern wieder erschließen und so irgendwie versuchen, auf die neue Lebensgestaltung zu übertragen. Und ich zitiere sie wörtlich, sie sagte dann, ich glaube, ich möchte diese Weite, diese Ruhe in mir lebendig werden lassen, in mir. Mein Leben soll lichter, luftiger, durchlässiger werden. Und nicht mehr durch Erwartungsdruck innen und außen zusammengepresst und fremdbestimmt werden, sodass nichts mehr von dieser lichten Stimmung durchscheinen kann. Ihr Wesen hatte jetzt Zugang über diese Bilder zu ihrer inneren Quelle und eigenwilligerweise Kraft für die Einstellungsmodulation und ihrer Lebenshaltung und auch Gestaltung ihres Alltags gefunden. Das ist ein Ja, das dann plötzlich viel leichter Nein sagen lässt.
von Eckhart Tolle, da habe ich hier einen Satz, der hat mir sehr gut gefallen. Erfolgreich bist du, wenn dein Tun von der zeitlosen Qualität des Seins durchdrungen ist. Solange das Sein nicht in dein Handeln einfließt und du nicht präsent bist, verlierst du dich in allem, was du tust. Du verlierst dich im Denken ebenso wie in deinen Reaktionen auf äußere Geschehnisse und Ziele, in deine Egozentrik. Es ist unglaublich, es war wie ein Dammbruch, das führte zu Klärungen, zu Konfrontationen, auch zu unangenehmen Entscheidungen. Aber das wurde jetzt von einer völlig anderen inneren Entscheidungskraft getragen und realisiert, aus dieser reaktiven Komponente erlöst. Vielleicht auch so eine kurze Bemerkung, wir sind ja häufig geneigt zu geistig-spirituelles, mit dieser idealisierten Vorstellung von Erkenntnis, Erleuchtung, Verklärung zu verbinden. Aber in Wirklichkeit spricht vieles dafür, dass die geistige Ebene im Menschen keineswegs immer harmonisch mit diesem Psychophysikum, also der anderen Daseinsdimension der Persönlichkeit, lebt. Oft steht sie nämlich in einer Art Kontraposition. Wir kennen das, ein Nogina, ein geistiger Sinnanruf im Hier und Jetzt kann etwas sein, ja. Und die Persönlichkeit dann plötzlich merkt, jetzt wird es ernst und es entsteht Angst und es steht Nein nach Vorsicht. Das uns eher etwas beunruhigt, als dass es Ruhe schenkt. Und das uns aber auch ganz stark macht, wenn wir schwach zu werden drohen. Und für mich ist nach wie vor der Verdienst der Logotherapie, dass sie diese geistigen Phänomene nicht nur mit einbezieht, sondern praktisch diese Kontraposition der menschlichen geistigen Dimension therapeutisch herausgearbeitet hat und als immanente Transzendenz in jedem Menschen anwesend ist. Also ich kann trotzdem Ja sagen und steht theoretisch in jedem Augenblick zur Verfügung, um über unsere menschlichen Unzulänglichkeiten hinauszuwachsen, auch durch pathologische Strukturen hindurchzubrechen, auch Minderwertigkeitsprobleme, Depressionen zu überwinden. Dieses konstituiert sich aber erst im Ringen um Sinn, in dieser inneren Auseinandersetzung, das zugleich ein Ringen immer mit uns selbst ist, dieses Stirb und Werden. Kurz noch zu dem Fallbeispiel, durch diese innerpsychische Stabilisierung, Harmonisierung ergab sich dann so als Zugabe, ja, dass sie plötzlich Wandern in ihr Leben einplante, Walking entdeckte, auch das Privatleben, auch die Partnerschaft ein völlig neuer Schwerpunkt in ihrem Leben wurde. Medikamente konnten selbstverständlich ausschleichend abgesetzt werden. Auch die berufliche Situation hatte sich dann geklärt, aber Leistung war nicht mehr dominierend und war nicht mehr bestimmend in ihrem Leben. Auch hier wurde nach dem Lebensthema gesucht, das als blockierende Energie in dieser Krise unerlöst ist, um die gestaltende Kraft für das Leben wieder zu mobilisieren. In unserem Fallbeispiel konnte das innen geschaute, lichte, leichte, durchlässige als Lebensprinzip wieder ihr Leben gestalten und verändern. Das hat sie innerlich ganz tief empfunden. Und ergänzend müssen wir natürlich noch bemerken, dass jetzt auch viele weiteren Schritte, dieses Aufbrechen pathologischer Strukturen und die dahinterliegenden Konflikte weiter bearbeitet werden. Frankl betont besonders die Dynamik dieser Selbsttranszendenz, diese Trotzmacht des Geistes. So sinngemäß am Gewollten entzündet sich erst mein Wille. Am Geliebten entzündet sich meine Liebe. Wenn ich einen Menschen liebe, bin ich ein liebender Mensch. Aber nicht, wenn ich drüber rede. Wenn ich jemand helfe, bin ich ein helfender Mensch. Wenn ich irgendwo was mitgehen lasse und keiner sieht, bin ich ein Dieb. Ich bin das, was ich tue. Ich bin das, was ich denke. Das ist mein Gewordensein. Daraus, der Mensch gibt praktisch in seinem Handeln, im Hier und Jetzt, im Sinn des Augenblicks, praktisch eine Vorleistung an das Leben, im tieferen Sinn.
was ihn aber dadurch wieder selbst gestaltet. Und wirkt der Mensch aus dieser tiefen Dimension, hat das aber nichts mehr mit diesem, nennen wir es ruhig, egozentrischen Helfersyndrom zu tun. Da dieser rechte Schwerpunkt im Innersten, praktisch im Herzen liegt, und das lässt frei, den Gebenden genauso wie den Nehmenden. Denken wir wieder an die Welt als große Symphonie der Schwingung, in der wir als individuelles Schwingungsfeld eingebettet sind, dann hat eben jeder Impuls unseres Denkens, Handelns, Fühlen, Wollens immer eine Wirkung auf mich und auf die Welt. Jo, zum Schluss. Zu allen Zeiten ist der Mensch aus unterschiedlichen Motiven aufgebrochen worden, durch Krisen, auf die Suche geschickt worden nach Frieden, nach Glück, nach Linderung, Heilung, Erleuchtung und so weiter. Ein jeder Weg führt letztendlich immer durch die Welt, mitten durch das eigene Wesen, und zwar ohne Abkürzung. Und aus den therapeutischen Erfahrungen zeigt sich, dass es keine Autobahn gibt, die schnurstracks in die Erlösung führt. Wie auch immer der Weg des Einzelnen aussehen mag, er folgt doch häufig einer groben inneren Gesetzmäßigkeit, so drei wichtige Phasen. Dieses aus dem alchemischen Prozess Solve, also Trennen, Purificatio, eine Reinigung, und das Coagula, das Wiederverbinden. Die Trennung häufig von allem, was uns sicher ist, was uns bekannt ist, was gelebt wird, was unsere Ego-Persönlichkeitsidentifikation ausmacht, weil die Seele einen Ruf aus diesem Inneren vernimmt und sich auf die Suche nach der Quelle macht. Die Reinigung, Reise, würden sagen die Erlösung des Schattens, die Gefahr, die Irrtümer, die Fehler, schließlich vielleicht auch das Wunder der Wandlung der Seele durch Erfahrung und Bewusstwerden, aus der dann drittens, wenn es gut geht, poetisch, wirklich, praktisch mit dem Geschenk der Selbsterkenntnis und, ich glaube, der Liebe im Herzen ist. Wenn das Energiefeld des Universums Liebe ist, können wir auch nur in Liebe erlösen. Alle drei Phasen durchlaufen wir aber nicht so linear, sondern immer wieder aufs Neue, in kleinen, großen Zyklen. Dieses berühmte Stirb und Werde, der Weg der Entwicklung, den können wir uns vorstellen wie eine Spirale, die sich nach oben verjüngt und an deren Spitze vielleicht die eine Wahrheit steht, die wir wiederum unzählige Male auf verschiedenen Ebenen umkreisen. Ja, vielleicht erwächst dadurch eine Haltung der Demut. Demut hat nichts mit Unterwerfung oder Demütigung zu tun. Die macht nicht klein. Sie befreit. Ich darf sein, wie ich bin. Nicht weniger, nicht mehr. In Demut steckt nämlich auch das Wort Mut. Mut zu mir, zur Veränderung, Mut zur Offenheit. Mut, sich auf andere einzulassen. Auch zu verlassen, neue Chancen zu ergreifen, neue Beziehungen zu knüpfen, zu vertrauen und so weiter. Demut macht milder, Demut macht dankbarer. Ja, Dankbarkeit ist praktisch das Gedächtnis des Herzens. Denn das Lauschen des Herzens, die große Stille des Herzens möge dann das wesentliche Resultat unseres Lebens sein. Letzte Zufriedenheit finde ich nicht in meinen Handlungen, sondern nur in der Stille meines Herzens. Das eigentlich letzte Ziel des Daseins besteht nicht darin zu lieben, auch nicht darin, sich lieben zu lassen. Es besteht einzig und allein darin, Liebe zu werden, nach Thomas Schmid. In diesen Urgrund des Seins, in diese Einswerden einzugehen, was wir universelle Liebe nennen, die wir letztendlich alle sind. Das möge dann der Übergang zum zweiten Teil, die Heimkehr der Seele, darstellen. Danke für die Geduld.